So. Genau. Und die Hölle versteckt sich diesmal ein bisschen. Kommt mir so vor. Obwohl, warte mal. Geh mal zurück. Und guck, ob hier jetzt ein Gang nach links ist. Genau. Und dann geht es da gleich wieder nach unten. In so einem Haken quasi. Die Statue kann stehen bleiben. Die. So. Oh. 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 So. Genau, es geht jetzt weiter nach unten, denn ist hier der Übergang zur Hölle und wir haben volle Lebenspunkte. Schön, schön. Au. Oh. Genau. Genau. Ja, nee. Hölle war ein wenig zu hoch gegriffen. Selbst für den Shinobi. Drei Schläge bei einem Höllengegner sind dann doch ein wenig viel. Mal ganz abgesehen davon, dass der Raum absolut Hölle war. Haha, Anspielung. Oh ja, der war garstig. Viel zu viele Geschosse. So, gib mir Hühnchen. Oder ganz viele Gegner. Wald wäre jetzt noch ganz... Ach, hier war gar nicht der Wald. Der Wald war nach oben. Aufräumen, aufräumen. Und dann rechts wahrscheinlich. Ein random Teleporter. Und Glücksspiel. Nö. Ach komm. Wusch. Schöner Raum. Sehr schöner Raum. Oh. Und selbst hier können wir nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wie kann ich nicht one-hitten? Das finde ich jetzt geringfügig irritierend. Naja. Zwei Lebenspunkte. Eine Jukebox. Eine Jukebox hilft mir jetzt nicht. Ich bin tot, wenn mich ein Einhörnchen anpupst. Oh. So. Unten sind schon mal keine Stacheln, außer die, die ausfahren. So, kaputt. Quietsch. Silberhelm. Weiter, 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 weiter. Irgendwo ist noch ein Pferd und du. Wow. Wow. Viel zu hektisch. Viel zu hektisch hier. So. Oh. Also ich glaube, um den Shinobi so zu spielen, wie ich gewohnt bin, ihn zu spielen, brauche ich noch mehr Angriffskraft oder ein besseres Schwert. Also dass ich wirklich fast überall one-hitten kann. In der Hölle oder Maya oder im Wald. Weil nicht mal hier im Wald, im zweiten Gebiet quasi, jeden Gegner one-hitten zu können, ist ganz schön doof. Oh. Oh, 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 oh. So, also, Schleim. Schleim ist gut. Schleim sind Lebenspunkte. Oh. 16 Lebenspunkte. Oh, noch ein Schleim. Ah, Feuer. Oh. So, 20 Lebenspunkte. Und nur 1200 Gold. Oh, der ist garstig. Und Rune. Grace Rune. Grace? Ach, Grace war fliegen, oder? Okay, je nachdem in welchem Slot er ist, könnte das sogar... Ah, könnte das sogar... Ah, könnte das sogar praktisch sein. So. Ja, da arbeiten die Lebenspunkte, sind alle wieder weg. Ting. Ja, nee. Nee, Jungs. Das muss nicht sein. So. Was haben wir jetzt noch? Oben. Da müssten wir eigentlich langsam mal her... Ja, komm. So.
Das Auge da kriege ich so. Ja. Oh. So. Alles gut, alles gut. Das Ding könnte Ärger machen. So. Oh. Oh, oh. Ja, sehr schön. Und Kiste. 1800 Gold. Und dafür musste ich bisher richtig schwitzen. Also, was das Rumzappeln auf dem Controller angeht und so. So im Ballern eben war dezent entspannter, ne? Und so ein bisschen einfacher und hat mir gebracht. Oh ja. Ganz oft links. Zing. Also links, links. Oh. Runter. Kannst du sehen, dass es hier runter geht? Ja. Das ist kein schöner Raum. Genau. Mr. Bones. Und wir haben eine Reihe voll bekommen. Ja, nee. Paladin ist doch dezent besser noch. Oh, ein Spelunker. Hält so wenig aus wie ein Shinobi und macht nicht mehr die Hälfte seines Schadens. Noch ein Shinobi. Und ein Spell Thief. Der macht bei jedem Treffer halt Mana. Hä. Und schmeißt Gegner weg. Könnten wir mal ausprobieren. Aber nee, ich bin goldgierig und hoffe, mit dem bisschen was zu reißen. So, 1830. Wir hätten gerne eigentlich immer noch das Durchmixen von den Helden. Also gucke ich mal nach oben. Und. Ja, er kann sich in einen Baumstumpf verwandeln. Mehr Rüstung und Schlag nach unten. Nicht so ganz, was ich haben wollte. Die Rune war Grace. Ach, Grace ist runterleveln der Gegner. Okay. Also, Spelunki. Geh rein da. Find möglichst viele Kisten. Und da wir ihn hier aufgestuft haben, müsste es sogar einigermaßen hinhauen. Er ist zwar so schwach wie ein Barbar, was der Angriff angerät und Lebenspunkte von einem Magier oder Shinobi, aber wir sind ja inzwischen schon ziemlich stark. Das müsste eigentlich hinhauen. So weit. Ah, knapp. Ja. 260 Gold. Komm schon. Ist jetzt nicht so doll. Ja. Karte. Unten ist einer. Oh, und schon wieder ein Cheater-Magier. Ja, genau, ihr beiden da unten. So. Habt ihr davon. Kann auch schummeln. Links und hier irgendwo. Oh. Zing. Oh. Du bist Ding. Oh. 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 Da ist noch so ein Superritter, der tot ist. Dafür sehen unsere Lebenspunkte jetzt schon nicht so gut aus. Aber naja. Zing. Gold wird langsam. Das ist ja das Wichtigste. Auch wenn ich unser Minimum Gold pro Leben langsam mal erhöhen sollte auf 2000, denke ich. Das müsste fast jeder Held gebacken bekommen. Also bei denen, die nicht so gut ausgeprägt sind, wie Shinobi zum Beispiel momentan und Magier. Da vielleicht nicht, aber sonst. Oh. Zing. Da links ist eine Kiste. Wie komme ich denn da bitte schön hin? Na gut, was hier? Hoffe, ist hier ein geheimer Durchgang? Nee, kann nicht sein. Dann wäre auf der Karte eingezeichnet. Nee, also mit geheimer Durchgang meine ich die Stellen, wo die Wand so dunkelgräulich ist, wie hier beim Runtersprung-Dings.
Aber ich habe noch nie ein Kartenverlassgebiet gesehen, was so gräulich war. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh. Oh. Ah, bin tot. So. Hops. Und hops. Und hops. Oh. Hühnchen. 1000 gleich geknackt. Und irgendwie finden wir nicht so wirklich viele Kisten. Oh. 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 Hier unten drehen wir mal. Ah, hier sind Kisten. Und bitte nicht Sonic. Bitte nicht Sonic. Ah. Hermes Boots. Wo wir immer noch nicht genau wissen, was es macht. Eventuell Geschwindigkeit, aber wissen wir halt nicht. So, Gold, 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 Gold. Gold, 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 Gold. Keine. Ah, hier ist oben eine. Warum schießt ihr noch nicht? Genau. Hier lassen sich ja Sachen einfallen. Das ist unglaublich. So, und hier soll links eine Kiste sein. Oh. Also hier. Ja. Hier ist auch eine. 2000 Gold. Ich ignoriere ihn mal dezent. Sackgasse. Oben ist eine Kiste. Oh. Hops, 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 hops. Oh, drei. Ah. Drei Treffer, vier Treffer bei denen hier. Das wird langsam garstig. Wir könnten mit dem Feuerzauber wahrscheinlich gut Schaden machen, aber ich denke mal nicht, dass wir noch Lebenspunkte haben, um da einigermaßen durchzuhalten, bis der Feuerzauber die umbringt. Also nee, lass mal. So, Kisten. Hier ist eine Kiste. Oh. Ja, große Feuerbälle. Incoming. Oh. Ja, mach mal. Hier zerlegen derweil das Inventar. Das hättest du jetzt nicht gedacht, ne? Durch Feuer schwer verwundet. Da ist wieder eine Kiste unten, wo wir in Zickzack laufen müssten. Wow. Hier oben wäre eine. Nee. Nicht schön. Ah, die Hopp, Dash, Dash. Ah, Hopp, Dash, Dash. So, Doppeldash klappt nicht immer. Oh. 3500 Gold, sehr schön. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, oben links sind zwei Kisten. Oh. Aber wir halten nicht mehr besonders viel aus. Zwei Treffer max. Oh. Oh. Komm, stirb. So. Immer noch zwei Treffer, glaube ich. Also härter. Alles Fake-Kisten, die aber Lebenspunkte, nein, bringen können, aber auch das Gegenteil. Ein Treffer. Du bist ein Dumm was. Oh. Wir müssen links durch den Raum durch, da ist eine Kiste in der Mitte unten. Dann müssten wir von dem Raum aus nach unten, da ist ein Random-Raum und da drunter sind nochmal Kisten. Sehe ich nicht so passieren. Wir können erstmal kurz. Wow, wow. Okay. Oder wir sterben einfach mit Kugelhagel. Nicht schön. Aber hey, für ein Spelunky eine ganze Reihe, das ist ordentlich und gut Gold.
Machen wir jetzt mal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge geben wir das ganze schöne Gold aus. Also bis denne.